So, YouTube. Hallihallo, Hallöle. Ja, es sind Dinge passiert. Ich war ein bisschen auf der Karte unterwegs. Ich habe ein bisschen Olomit gesucht, aber es gibt hier kein Olomit mehr in der Nähe. Das heißt, erst hier drüben wieder. Wahrscheinlich immer so in Wüstennähe. Weil wir ja noch Treibstoff produzieren wollen. Und ich glaube, wir müssten dann zum Beispiel zu so einem hier. Das ist relativ dicht an der Oberfläche. Das ist an unserem alten Startpunkt. Da kann ich mich nämlich zur Not zurück teleportieren und dahin gehen. Das ist so das, was ich jetzt gerade ins Auge gefasst habe. Mal gucken, ob wir das machen werden. Weil das Gute ist halt, an der Stelle läuft der Strom vorbei. Ja, irgendwo hier, da ist der Strom. Das heißt, den können wir relativ schnell da ranholen. Und dann wäre es das, wenn wir nicht andere Ressourcen dafür brauchen. Das weiß ich noch nicht. Der wird aus Olomit mit niedriger Dichte. Dann kriege ich Olomit und dann Flüssigtreibstoff. Dann kriege ich Olomit und dann brauche ich Xenopherit-Platten. Okay, also Platten bräuchte ich. Okay, Platten werden hier hergestellt. Dann wäre es eigentlich vielleicht doch sinnvoller, weil die Platten kommen hier an, das Ding zu nehmen. Weil dann können wir hier die Treibstoffproduktion aufbauen und dann ist das voneinander getrennt. Warum hat diese Plattform Stützen? Würden wir doch ohne Stützen in der Luft schweben? Ja, würde sie, aber würde doch nicht so gut aussehen. Das muss doch auch ein bisschen Prestige haben. Und ein bisschen Prestige... Oh, du Scheißendreck! Oh, okay. Ich hatte diesen Boden gebaut, weil ich dachte, haha, dann setzen wir doch dieses schöne Ding hier hin. Okay. I had made a little bit of Falschannahme. Diese werden wir dann mal schnell korrigieren. Kacke, wie riesig sind denn diese Sachen? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Holla die Waldfee. Ja, dann müssen die außerhalb gebaut werden, nicht wahr? Okay. Das erklärt einiges. Da hatte ich nicht geguckt gerade, wie groß die sind. Da habt ihr den Effekt live miterlebt. Die sind ja riesig. Ach du Scheiße. Okay, das ist ja ein halbes Haus. Da müssen wir hier ein bisschen aufräumen daneben. Achso, das sind keine Pflanzen. Okay. Aber theoretisch, ja, man braucht keine Verbindung, keine Stützen. Ist so ein kleiner Downer bei dem Game. Ich habe vorhin schon gesagt, bei Rollercoaster Tycoon hätte man ja auch nicht irgendwelche Sachen ohne Stützen gebaut damals. Ist ein bisschen schade, dass das Spiel das nicht berücksichtigt. Und zumindest so Fake-Stützen, die einfach nur visuell da sind, baut. Das wäre ja zumindest so ein Ansatz, den man verfolgen könnte. Dass es so Billboards sind, die zum Boden reichen, in x Abständen von so einer Plattform, die zusammenhängt. Wäre irgendwie schon, glaube ich, ein sehr großer visueller Gewinn. Aber dann muss man natürlich durchlaufen und dann gibt es wieder Kollisionsdinger. Dann sagt man, hä, da kann ich einfach durchlaufen. Verstehe schon, wo die Probleme herkommen. Aber vielleicht, warum gibt es denn nicht am Anfang, du kannst nur am Boden bauen und dann gibt es einem... Kein Platz im Inventar. Okay, wir zerstören jetzt die Scheiße hier. Die interessiert mich jetzt 0,0. Warum gibt es nicht einen Antigraf-Generator? Und dann musst du immer einen Antigraf-Block oder sowas ranbauen, dass das irgendwie noch ein bisschen Logik hätte. Ja. Okay. Zu wenig Platz. Warum? Ach man, diese scheiß Dinger hier. Auch kein Mensch. Wahrscheinlich brauche ich gleich 100 Stück davon und ärgere mich, dass ich die gerade weggeschmissen habe. So. Aber jetzt sollten wir hoffentlich genug Platz haben, die Dinger da drauf zu bauen. Gucken wir mal. Vielleicht sehe ich jetzt auch, wie groß die sind. Und da fangen so ein bisschen die Probleme mit dem Platzierungsmodi an. Die sind ein bisschen eingeschränkt bei so großen Objekten, finde ich, die Übersicht zu haben.
Da müsste ich jetzt natürlich schon das Jetpack haben, dann wäre das vielleicht nicht so problematisch, aber das habe ich jetzt noch nicht. Und dann wird das schwer. Ach du Scheiße, okay. Das Ding ist... Das Ding ist einfach mal so groß wie die gesamte Plattform. Was ist denn das für ein Ding überhaupt? Ich weiß es nicht. Kein Strom. Ja, ja, okay. Wow. Was machst du? Und was kommt da ran? Also irgendwas muss ich da ranbringen anscheinend. Aha. Okay, ich baue das mal hier einfach daneben erstmal. Weil ich einfach sehen will. Okay, geht nicht. So könnte ich es bauen. Aber braucht auch Strom wahrscheinlich. Ist auch so riesig. Puh. Wenn wir jetzt mal gucken, die sind so groß wie die gesamte Plattform. Eieieiei. Und da landen, glaube ich, die Raumschiffe drauf und drunter. Und die brauchen auch anscheinend irgendwelche Dinge. Ja, das ist natürlich schlecht. Weil hier hinten... Ah gut, hier würde es gerade noch gehen. Ich meine, hier können wir die Plattform auch erweitern. Oh Mann, also diese Dinge nerven einfach. Warum die einfach nicht automatisch zerstört werden, wenn man riesige Plattformen baut. Ja, ist nett, aber irgendwie, boah. Okay, manchmal baut auch einfach random Sachen. Den Bug müssen sie als erstes beheben, der nervt mich am meisten. Aber hier sowas, oh Mann, ist es notwendig? Ist das eine coole Spielmechanik? Nein, raus damit. Ist einfach nur nervig. Und wenn das Bauen denn länger dauern würde, das wäre okay, aber nicht, dass ich hier überall hinrennen muss, weil irgendwo eine kleine Scheißpflanze irgendein Ding blockiert hat. Sind halt so dann die Sachen, bei denen man dann anfängt zu meckern, weil man sagt, okay, das geht doch aber besser. Kann ich auch schon den hier wegnehmen noch. Ich meine, zum Glück habe ich schon relativ viel weggenommen. Aber gleich ist auch wieder Inventar sonst voll. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass die Dinger so extrem riesig sind. Das ist ja schon echt exorbitant. Okay, aber das dürfte jetzt reichen. Hier hätte ich das Problem noch. Dass da eine Ecke drin ist. Ich wollte die eigentlich nur kurz setzen und gucken, was die machen. Und aus dem kurz setzen, das Spiel hat mich auf jeden Fall an der Stelle gekriegt. Früher waren die einzelnen Forschungslevel-Gebäude auch so riesig. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das nochmal überarbeiten. Weil irgendwie sieht das ja auch so hochskaliert dann unpassend aus. Aber damit hat, glaube ich, gar keiner gerechnet. Außer die, die das schon mal gebaut haben, wie groß das ist. Oh. Und dann brauchen wir mehr Förderbänder. Förderbänder. Mehr von diesen Platten. Autospeichern. 3, 2, 1. Lag. Wir haben inzwischen so viel erkundet, dass es einfach sehr, sehr laggy geworden ist. Was soll diese riesige Anlage tun, die du da bauen willst? Das weiß ich nicht. Wir müssen sie aber bauen. Ich erfahre erst, nachdem ich sie gebaut habe, manchmal, was die Dinge tun. Und manchmal erfahre ich es auch gar nicht. Und dann wundere ich mich. Und dann irgendwann fällt mir auf, wofür die ist. Und dann... Ist blöd. So, wieder ein Stein im Weg. Weg mit dir. So. So, das sollte doch jetzt ein bisschen groß genug sein. So,
So, da da Förderdinger ran müssen und raus müssen, würde ich sagen, lassen wir mal ein bisschen Platz zu den Seiten. Boah, das Platzieren ist auch echt S gerade. Aber vielleicht, wenn ich in den Modus gehe. Nee, der ist noch schlimmer. Ich glaube, hier könnte ich es hinsetzen. Ist ja erstmal, um das zu bauen. Erstmal gucken, was die Dinger machen. Stromdinger. Also ich glaube, die muss ich auch nur einmal bauen. Und ich glaube, die kann ich auch nochmal ein Stück ein bisschen mehr nach rechts setzen. Das wäre mir irgendwie sehr lieb. Oh, ich habe nicht mehr von den Wandstrom-Sachen so viel. Da können wir mal ein paar bauen. Und Strommasten habe ich auch nicht so viele. Habe ich Kabel? Kabel kann ich auch nochmal ein paar nachjustieren. Sind die nicht mehr miteinander verbunden? Warum nicht? Oh, habe ich hier irgendwas abgerissen aus Versehen? Anscheinend. Okay, aber ich glaube, die sollten eigentlich verbunden sein. Ah, deswegen waren die nicht mehr verbunden. Schon mal schlecht. Ich hätte die auch unten lang führen können, aber so ist auch okay. So, die Dinger haben jetzt Strom. Jetzt können wir hier rangehen. Was gibt es? Konfigurieren. Wartungsdrohne. Lager ist betriebsbereit. Inventar verwalten. Verkaufslager. Also ich könnte Wartungsdrohnen verkaufen. Okay, aber ich habe keine. Die Position stimmt da nicht mehr, je größer das Element ist, welche man setzen will irgendwie. Ja. Naja, das ist einfach das Problem, der Mittelpunkt der Anlage, durch den geht der Strahl, der von der Mitte deines Bildschirmes, der Kamera, losgesendet wird. Und dadurch ist es für dich, also da, wo jetzt dieser weiße Punkt ist, nicht? Da geht ja eigentlich der Strahl durch. Und beim großen Element ist da dann der Mittelpunkt von diesem Element. Beim kleinen Element kann ich es halt hier hinsetzen und sehe es. Beim großen gehe ich halt nach hinten und dann springe ich gleich 2, 3 Blöcke weit. Und dadurch kann ich nicht so fein das setzen wie hier, weil ich halt nicht den Blick habe. Ich müsste halt höher, um eine Draufsicht zu kriegen, um wieder den gleichen Abstand zu kriegen. Was ich mit einem Jetpack erreichen kann, aber das habe ich ja noch nicht. Genau, und da sind die Firma Lidstangen. So. Und das ist das Einkaufslager. Ich habe mich nämlich gewundert, wo ich die herkriege. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Lager hinmachen. Habe ich noch ein Lager? Ich habe doch Lager erforscht. So. Also das zum Beispiel auch nur für diese eine Sache, so ein Riesenlager. Das heißt, hier würde dann das Zeug rauskommen. Okay, wir setzen das nochmal ein bisschen weiter nach in die andere Richtung, damit wir das andere nochmal setzen können. So. Boah, das ist echt. Also, ja, ist ja schön und wahrscheinlich landet da ein riesiges Raumschiff, aber irgendwie, glaube ich, geht das auch noch ein bisschen filigraner. Das sind ja echt riesige Dinger.
Danke, dass du mich als Game Dev bezeichnest. Ich wäre gerne einer. Sagen wir es mal so. Ich bin nur keiner. Weil ich einfach zu faul bin, mal meinen Arsch hochzukriegen, um meine eigene Sache zu machen. Problem ist halt auch, du siehst nicht die Sachen da hinten, wo du drauf zeigst. Ich glaube, das, da geht halt die Hauptproblematik los und dann kannst du da deswegen nicht genau sagen, wo du ankommst. Wie viele unzählige Ein- und Ausgänge hat diese Anlage? Tja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ein riesiges anscheinend für Rohre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18, 18 und 14, 22, 32 Eingänge und Ausgänge. So. Also, die können wir verkaufen, haben wir nur nicht, weil ich sie nicht produziere. Oh, machen wir. Nee, zwei ist besser. Obwohl wir stehen auf der Seite. Ja, dann kann das auch so weg. Okay, aber diese Stangen brauche ich halt unbedingt. Und ich glaube, die Stangen kriege ich nicht, weil wir etwas brauchen. Und zwar diesen Funkturmsockel. Ich glaube, mit dem können wir die dann anfunken, dass die hier hinkommen. Aber wahrscheinlich liefern die uns erst Leiterplatten, wenn wir Drohnen liefern. Das heißt, wir müssen dann die Drohnenproduktion machen. Wovon ich nämlich auch nicht wusste, was das ist. Da brauchen wir Energiezellen für. Okay, aber fortgeschrittene Maschinenteile haben wir. Elektronische Komponente haben wir. Leiterplatten haben wir. Und Energiezellen haben wir. Das heißt, das hätten wir denn alles. Das heißt, hier vor könnten wir eine Drohnenproduktion machen. Und die könnten wir dann da hinten, hinter dem Berg, den könnten wir wegsprengen. Wir haben genug Sachen hinliefern lassen. Und dann wäre alles schick. Ja, ich muss den abtragen, nicht? Der ist einfach im Weg inzwischen. So, Leiterplatten. Achso, und ich habe mir ein bisschen was gebaut, als ich nicht da war. Und zwar einen Weg. Er ist vielleicht ein bisschen hochgeraten, aber so kommen wir auf jeden Fall auf die andere Seite. Er ist aber noch nicht ganz fertig, wie ihr seht. Ich würde ihn mal zu Ende bauen, glaube ich. Sodass wir ein bisschen weiterkommen. Ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist. So wie ich das hier gemacht habe. Ich glaube nämlich nicht. Deswegen werde ich das noch ein bisschen umstrukturieren. Ihr werdet gleich sehen. Und staunen und werdet sagen, wow. Ja, das macht ja viel mehr Sinn. Zum Beispiel war der... Er schwingt manchmal einfach aus dem Modus beim Laufen einfach in irgendwas anderes um. Und dann weiß ich immer nicht, warum. Aber er macht's. Ich lösche das mal lieber einzeln. So, da haben wir die Gehwege. Oh. Und würde ich sagen, auf der Höhe bleiben wir. Mal denken. Können wir auf der Höhe direkt über alle Sachen drüber gehen, die hier sind. Wie Förderbänder und Co. Und dann machen wir hier so einen Dreh- und Angelpunkt an der Stelle. So, dass wir auch da hinten hin können. Ich wollte eh mal alles so bauen, dass ich über alles rüberlaufen kann. Das wäre dann hiermit fast erledigt. So. Und dann hier wieder runter. Kann man sicher optimieren noch die Stellen, wo man rauskommt. Zum Beispiel nicht, um gegen so einen Kaktus zu rennen. Ja. Aber ich denke, besser als vorher. Wo man ständig ins Wasser geplumpst ist. Musst du die Ein- und Ausgänge jetzt komplett alle Förderbände anschließen? Nö. Nur nach Bedarf. Also, das ist immer dir überlassen.
Die Lager haben ja auch 16 Ausgänge. Die ersten haben 8, das zweite hat 16. Du musst da ja auch nicht alles benutzen. So wie es dir beliebt quasi. Ja, vielleicht... Ah, hier, da ist nämlich ein Weg schon. Dann können wir so hoch und an den rangehen. Oh, ich habe echt alles verballert dafür. Hätte ich nicht gedacht. Aber es klappt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das Zeug hier ist, nicht? So lange ist das her. Wie schon wieder alles weg. Ach du Scheiße, 400 Dinger innerhalb von wenigen Sekunden einfach weggedingst. Das ist ja echt crazy. So. Oh oh. Jawohl. So, dann kommen wir hier an und den können wir noch doppelwandig machen, aber ich habe nicht mehr so viele. Aber es sollte erstmal reichen, um unsere Mobilität um 1000% zu verbessern. So. Weil ich jetzt nicht mehr überall rüberlaufen muss oder hüpfen muss oder stecken bleibe. Dann machen wir uns da hinten noch einen Weg hin, nicht, dass wir da so rankommen und dann haben wir eigentlich alles. Ja. Und hier, dass wir hier dann noch irgendwo später vielleicht da hinten rankommen. Muss ich nicht immer nach da drüben, wenn ich da hinten rum will. Und da hinten müssen wir auch... Oh, da hinten muss ich auch hin, ja. Das heißt, an sich... Wäre es vielleicht clever, wenn ich den hier... Okay. Ja doch, wenn wir den ein bisschen weiter nach da vielleicht versetzen, auf die Höhe doch. Über alles drüber laufen lassen. Und dann von da hinten da rangehen und das hier... nicht haben. Mal gucken. Aber erstmal ist es okay. Ich habe halt auch nicht mehr Laufwege. So, wo wollten wir hin? Wir wollten hin. Glas. Wir hätten schon längst Energiezellen produzieren können. Und warum bin ich nicht über den Weg gelaufen? Weil ich mir noch nicht dran gewöhnt bin, dass ich den Weg habe. Oh. Das hier funktioniert noch. Aber wir sehen, die arbeiten noch. Die sind immer noch nicht fertig mit Glas. Also so viel kommt da nicht bei rum raus, aber ich würde sagen, das reicht, um zu starten. Und wir brauchen unbedingt Förderbänder. Level 2. Laufe ich doch wieder auf dem Förderbänder, nicht? Naja. Und hier komme ich nämlich nicht durch. Und hier komme ich auch noch nicht rüber. Das ist noch so ein Problem. Da müssen wir auch noch mal gucken. Ja, ich glaube, so ein Gang, so ein großer Gang in der Mitte macht auf jeden Fall Sinn. Muss dann der... An was musst du an deiner einen Stelle, wo der Weg so hoch gehen oder geht das auch niedriger? Würde um eins niedriger gehen, aber warum sollte ich das machen? Weil ich will da später ja noch Förderbänder langziehen und dann müsste ich den Weg dann umbauen. Also kann ich ihn auch gleich so hochziehen. Und niedriger macht keinen Sinn, weil dann würde ich ständig gegen irgendwas gegenditschen. Also höher macht einfach Sinn, weil wir viel freier sind. Ich müsste alle auch so hochlegen. Also dieses Hoch-Runter muss eigentlich weg. Nicht das Runter macht Sinn, weil ich hier hin will. Okay. Aber dieses Runter und dann hier runter und da hoch, das muss weg. Ich brauche einen sauberen, cleanen Gang in der Mitte und der dann immer nur nach links runter, rechts runter, links runter, rechts runter. Weil die Sachen sind ja genauso verteilt hier an diesem Strang. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, das Einzige hier, dass es hier mal ein längerer Weg wird oder hier. Aber ansonsten passt das. Oder auch hier. Aber von der Höhe ist das okay. Und dann kann ich auch von hier nach da. Kann ich von hier nach da bis da rangehen. Und ohne, dass ich irgendwo gegen ditsche, weil der Weg hoch genug ist. Nur ganz hinten könnte es sein, dass da noch einer vielleicht, der gerade hoch geht, im Weg ist.
Wir können ja mal gucken. Ja, hier der da zum Beispiel. Da geht nämlich so ein Ding hoch. Aber ich glaube, an der Stelle, wenn wir hier langlaufen, haben wir halt nichts im Weg. Das ist halt echt gut. Am besten wäre natürlich an der Stelle. Könnte es da vorne eng werden. Aber wir können ja zur Not einen höher gehen. Aber ich brauche dafür mehr Materialien. So, das Glas kommt an. So, seht und staunet. Die Energiezellen kommen rein. Oh, gar nicht so wenig. Wir haben schon 89. Krass. Okay. Und hier funktioniert die Technik mit dem Zusammenlaufen, weil halt nicht so viel rauskommt. Okay, gut. Sehr schön. So. So, er erzeugt. Und jetzt kriegt er alles rein. Und das reicht auch. Okay, das Zeug, die Olumitsäure läuft langsam zwar rein auf 180, aber er braucht länger zum Produzieren, als sie zum Reinlaufen braucht. Von daher ist das supi. 144 Energiezellen haben wir schon. Ich nehme die mal ins Inventar. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas machen konnte mit denen. Kann ich hier irgendwas bauen mit? So eine Drohne zum Beispiel? Kann nur im Fertiger hergestellt werden. Ach, lecko mio. Und hier brauchen wir die Platten und Langstreckenscanner haben wir auch noch zu bauen. Okay. Ja, ich lege die erstmal wieder rein. Ich hole mir hier hinten Stangen. Ah, hier brauche ich unbedingt einen Überweg, nicht? Das ist... Ja, das ist mit die schlechteste Stelle, um rüberzukommen. Warte mal. Wir können ja hier schon mal anfangen. So ein bisschen. Nee, wir machen das da. Auf der Höhe. Jetzt ist es festgelegt. Zack. Dann kann ich nämlich hier runterspringen. Wäre es gut, wenn du die Palmen und Kaktusse nicht abreißen würdest, sondern den Weg drumherum baust. Was? So ein Quark. Dann würde ich sagen, kauf du dir das Spiel und dann spiel du es, indem du es nicht abreißt. Das ist doch gut. Das ist nämlich das, was ich hier mal super finde, wenn ich sehe, wie jemand anderes was spielt und ich mir dann denke, boah, ich würde das aber so und so machen. Dann weiß ich in dem Moment, oh, das wäre das richtige Spiel für mich. Und jetzt könnte es nämlich sein, dass langsam der Strom zusammenbricht, nicht? Jetzt laufen nämlich die ganzen Sachen. Ein paar Platten und so. Leiterplatten brauchen wir auf jeden Fall. Oh. Ah, komm, hier die Samen. Kriegst ja auch Samen zurück. Also kannst die theoretisch auch wieder anbauen. Ich habe irgendwo ein abgespanntes Stromnetz. Oh, irgendwo steht ein einzelnes Ding rum. Das ist nicht gut. Ich habe irgendwo Strom also abgerissen. Uh-oh. Uh-oh. Hier zum Beispiel hätte ich auch einen Weg. Was halt schade ist, dass man den Weg nicht schräg bauen kann. Das wäre halt super. Oder so freie Winkel. Das hätte Satisfactory so ein... bisschen besser, wobei die das auch nur gerade können, glaube ich. Gerade noch schräg, denke ich, ne? Ging das. Ja. Nur Linux. Oh, tja. Das hat für mich immer genau noch der No-Go für Linux, obwohl es inzwischen sehr gute Emulatoren gibt, die eigentlich alles ermöglichen zu spielen. Wegen des Steam Decks ist da die Kompatibilitätsrate ja auch extrem in die Höhe geschellt. Von daher würde ich sagen, probieren. Das Problem ist nur bei so kleinen Spielen nicht. Da gibt es immer wenig Leute, die das dann auch schon ausprobiert haben. Und dann ist man vielleicht der Vorreiter. Und der will man ja vielleicht nicht sein, dass man sich Sachen kauft, die man dann nicht spielen kann und zurückgeben muss ständig. Dann legen wir die Leitern hier mit rein.
brauche die gerade nicht. Was brauchen wir noch nicht? Eigentlich den Rest. Die Pumpen brauche ich nicht. Drahtspule brauche ich nicht, okay. Die beiden brauche ich nicht. Man kann den Weg zickzack bauen. Ja, das ist scheiße. Das habe ich hier unten einmal gemacht. Da eckst du die ganze Zeit an. Das macht keinen Sinn. Weil du einfach hängen bleibst an der Ecke. Er kann halt nicht schön schräg laufen. Wenn du so ein bisschen... Also klar, kann er schräg laufen nicht, aber hier zum Beispiel. Wenn das der Weg ist und du läufst nur so ein bisschen schräg, dann... Gut, hier ist jetzt keine Wand, aber dann würdest du an der Wand hängen bleiben. Dann würde er nicht mehr weiterlaufen. Dann musst du immer nachjustieren. Ich hätte ja einfach gern so einen Gang, der gerade ist, dann... Da funktioniert das halt besser. Sonst hast du hier so eine Situation und dann hängst du hier einfach an so einer Stelle fest. Weil der Roboter keine AI zum Laufen hat. So, Stahl haben wir. Den brauchen wir nicht. Okay, dann holen wir uns doch erst die Platten. Dann machen wir hier ein paar Förderdinger. Da haben wir nämlich nur 23 von. Okay, davon machen wir uns 50. Dann haben wir 70, 73, das ist erstmal okay. Wir haben sehr viele Rohre dabei, das nimmt auch immer Platz weg. Man muss sie nur breit genug machen. 2 oder 3 Würfel breit. Ja, aber das kostet einfach zu viel, das macht dann auch keinen Sinn. Also 2 Würfel, ja, aber dann hast du ja trotzdem... Also, das läuft sich nicht gut. Bei 3, ja, aber... Wäre halt cool, wenn man einfach schrägen hätte. Ich denke aber, sowas wird auf jeden Fall kommen. Ist ja Early Access. Solarmodule will ich nicht bauen. Das haben wir. Baulager. Ich weiß nicht, was das Baulager ist. Und ein Bauschiff-Dock. Weiß ich auch nicht, was das ist. Und Transportschiff-Dock. Weiß ich auch nicht, was das ist. Okay, als erstes wollte ich den Mast bauen, nicht? Die anderen beiden, 3 Sachen kommen auch. Funkturmsockel. Könnten wir jetzt bauen. Sehr schön. So. Dann stellen wir den schon mal her. Der hat ganz viele Platten verbraucht. Okay. Was fehlt uns für die anderen Dinger da? Bauschiff-Dock? Ich weiß halt nicht, was die Dinger sind. Da hat das Spiel dann irgendwann auch zu viele Sachen gleichzeitig einem gegeben. So 5, 6, 7 Rezepte auf einmal und du weißt gar nicht, was Sache ist, nicht? Das ist nicht gut. Also besser ist so, immer eine Sache erstmal ranführen und danach die zweite Sache dadurch freischalten. Dieses, hier hast du 80 Rezepte. Da verlierst du auch die Lust zu lesen, nicht? Dann liest du das erste und denkst du, boah, jetzt noch 6 Dinger lesen, was die machen. Oh, guck ich mir später an. Und dabei sind die wichtig und würden dir helfen, aber du hast einfach gar keinen Bock da drauf. Da kann man auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was an den Tag legen. Ah, das bräuchte Energiezellen. Okay, das bräuchte Polymerplatten. Okay, die beiden haben wir. Leiterplatten haben wir. Fortgeschrittene Maschinenteile haben wir genug. 150. 350 bräuchten wir. Okay, da können wir noch ein paar mitnehmen. Wo sind die? Da, Maschinenteile. Da hinten. Es regnet nicht. Auf diesem Planeten regnet es nicht. Da braucht man nichts bauen. Außerdem sind die wasserfest. Und außerdem, es kostet nur unnötig Ressourcen. Also warum sollte ich es bauen? Es gibt auch Deko. Du kannst auch Deko freischalten, wenn du lustig bist. Kauf dir das Spiel. Schalt dir die Deko frei. Hier hast du Chefbüromöbel, Büromöbel, Doppeltüren, Dekor, Licht, Türen einzeln, Schilder, Gewächshäuser,
Was hast du noch, was ich nicht gebaut habe? Hier drüben ist noch irgendwas. Dekor 2, Lichter, Dekor 3. Noch irgendwo war was, was man... Hangartore oder sowas. Hier, Rolltreppen, Hangartore. Ja. Kann man machen. Brauche ich nicht. Da vorne. So, da haben wir 400. Das reicht von denen. Jetzt brauchen wir Polymerplatten. Die kriegen wir. 400 Stahlträger. 500 Stahlträger. 700 Stahlträger. Okay. Hier zum Beispiel, was das Ding soll, das könnte ich auch nochmal ändern. Wo kommt das Wasser im Meer her? Wer sagt denn, dass das Wasser ist? Vielleicht ist das flüssiges Carbon. Also, ohne Scheiß. Also, wer sagt, dass Erde unsere Erde ist? Und wer sagt, dass das Wasser wirklich Wasser ist? Das erfährst du ja nicht. Du hast ja nicht die chemischen Zusammensetzungen. Es ist eine Flüssigkeit, die sich im Boden gesammelt hat. Und es gibt Wolken, die aber nie abregnen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann haben wir auch dafür das. Dann bauen wir Polymerplatten. 300 Polymerplatten. Okay. Aber als erstes erstmal den Funkturm hier. Den bauen wir daneben. Ich weiß halt nicht, was die Dinger alle brauchen. Das fehlt mir so ein bisschen, nicht? Also, ich habe hier ein Ding. Erfordert Fundament. Und wo ist das Fundament? Sockel. Das ist der Sockel. Was für ein Fundament brauchen die denn? Baumaterial. Hier ist nix, da ist nix. Hier ist nix. Und das ist nur der Langstreckendings. Ach du Shit. Okay, der braucht das hier. Ja, dann bauen wir das doch hier vorne hin, oder? Ich weiß halt nicht. Das ist zu klein sogar. Liktro 42 Said Peng. Peng. Oh, so in etwa fühle ich mich. Hä, warum? Liktro 42 Said Puff. Puff. Ich weiß nicht, warum der Dienst das zweimal ausspielt. Das ist echt merkwürdig und mir neu schon aufgefallen. Vor allem die erste Stimme ist die falsche, die zweite ist die richtige. Es ist immer noch nicht genug. So. So, dass wir wenigstens einen Abstand hätten. Okay. Aber jetzt habe ich nur den Sockel. Und wie komme ich jetzt weiter? Keine Netzverbindung. Welches Netz? Brauchst du separat Strom? Nö. Sehe zumindest nichts. Na, wahrscheinlich, weil er nicht fertig ist, hat er keine Netzverbindung. Puffbang. Schon den Stromdieb gefunden? Was für ein Stromdieb? Hä? Ich würde ihn, glaube ich, noch ein Stück nach hinten versetzen.
So, dass der hier auf der Höhe mit dem ist. Eigentlich müsste er zwei Abstand haben. Sowas triggert mich zum Beispiel nicht, weil die Frage war, alles symmetrisch, nicht unbedingt, aber sowas ist zum Beispiel, sowas muss gerade sein dann. Da kann ich nicht Ruhe lassen. So. Hier hat er zwar drei. Ich müsste ja noch einen weiter nach links. Ja, oder sowas. Da hat doch eben irgendwo ein Mast gefehlt. Nee, wir haben irgendwo ein Mast rumstehen, also ein zweites, komplettes System, aber ich weiß noch nicht wo. Das kann ein so ein Ding sein irgendwo, was einfach rumhängt, ein einzelner Mast. Also. I don't know. Aber bis jetzt läuft ja alles, also von daher wird es mir dann auffallen, wenn die Sachen nicht mehr funktionieren. Komm, ich oder wir bauen den Sand hier einfach so. Dann falle ich da nicht immer zwischen. Okay. Nein, das will ich jetzt nicht. So. Und dann habe ich den Inventarplatz gewonnen. Das haben wir, das haben wir, die haben wir. Polymerplatten brauchten wir jetzt für das erste, ne? Und dann kann ich das Baulager bauen, was auch immer das ist. Das sieht auch nach so einem riesigen Ding aus. Also vielleicht muss ich die auch hier übers Wasser bauen, die großen Dinger, damit die von überall Zulieferungen haben. Vielleicht macht das mehr Sinn. Was kommt oben auf die große Plattform raus? Du meinst, die andere, da sind Forschungsserver. Da ist schon was drauf. Aber das haben wir doch schon alles in den letzten Folgen gebaut. Da habt ihr doch zugeguckt. Also zumindest wart ihr da. Dann habt ihr nur nicht zugeguckt. Aber von hier sieht man's, da sind die Forschungsserver oben drauf. Das habe ich gemacht. Ich habe die in die Hälfte von den Forschungsleveln gepackt. Also wir haben 5 Forschungslevel und die sind auf Level 3. Eigentlich müssten sie auf 2,5, aber der gerade halber habe ich sie auf die 3 gesetzt. Und dann kann man die von allen Sachen gleichmäßig befeuern. So die Idee dahinter. So Polymerplatten, wo kamen die denn jetzt raus? Aber wir sehen, das hier arbeitet auf jeden Fall noch. Aber da können wir, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen beim Glas. Das zieht noch nicht genug Kies raus. Ah, die gehen schneller runter, als dass sie reinkommen. Also hier müssen wir noch mal ran, nicht? Und erweitern. Das heißt, das ein bisschen alles nach hinten versetzen. Das wird ein Spaß. Ich meine, jetzt für den Zeitpunkt reicht es erstmal, aber da haben wir auf jeden Fall einen Flaschenhals. Polymerplatten. Da hinten. Man sieht vor lauter Sachen gar nicht mehr, wo die Sachen sind. Die habe ich abgerissen, die Plattform unten drunter. Die gibt's nicht mehr. Da kommt gar nichts hin. Okay. Dann bauen wir davon eins. Wo man hier von mehrere bauen könnte, weiß ich noch nicht. Explosionsbeständig, Niedrigspannung, erfordert Fundament. Okay, da ist es. Dann gucken wir mal. Das wird auch so riesig sein, ja. Ich setze es mal einfach kurz. Ja. Okay, aber ich komme nicht an den Bildschirm ran. Oh Mann. Das ist auch so. Bei den riesigen Sachen sieht man dann gar nicht mehr, wo was ist. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Energiezellen und Wartungsstrom brauchen wir dafür, die haben wir nicht. Hier brauchen wir Energiezellen und Polymerplatten. Okay, das können wir also noch bauen.
200 Polymerplatten und das andere machen wir dann später. 100 haben wir, dann haben wir 200. Brauchen wir nur 40 Energiezellen und die haben wir auch. Wo ging es hier hoch? Hier hinten. Und die Platte von oben? Ne, da sind die Forschungsserver drauf. Hab ich doch gerade gesagt. Das sind die Forschungsserver. Da sieht man sie. 1, 2, 3. Was brauche ich? Energiezellen. Energiezellen hier. Boah. Ja, das ist so viel. Okay, dann können wir das da bauen. Und dann packe ich die Energiezellen zurück. Dann holen wir uns die, wenn wir die brauchen. Aber wir sehen hier, das ist noch nicht vollgelaufen. Haben wir jetzt das Ding? Und das hier. Okay, das ist nicht so groß. Okay, das ist nicht so groß. Das ist okay. Wahrscheinlich kann ich verschiedene Dinger bauen. So. Bauindustrie. Guck mal, jetzt können wir uns die Sachen lesen. Das ist halt ein bisschen blöd. Man muss sie erst sich angucken, um sie dann erst bauen, um sie dann angucken zu können. Ich würde sagen, das war's für die nächste Folge.